Bevor wir über das spannende Thema reden, könnt ihr euch einmal noch mal kurz beide vorstellen? Und ich würde sagen, nach Alphabet, der Lars fängt einmal an, wenn das okay ist. Ja, mein Name ist Lars. Ich bin Senior Consultant bei InnoQ, bin da jetzt seit über 3 Jahren und thematisch habe ich angefangen mit Web-Dingen und bin aber mittlerweile eher so ein bisschen in die Architekturrolle reingeschlüpft im aktuellen Projekt und habe aber das Web nicht ganz aus den Augen verloren und darum geht es ja auch heute in unserem Vortrag zusammen mit Lukas. Ja, und ich bin der Lukas. Ich bin auch bei InnoQ. Meine Kamera hat sich gerade umgestellt. Ich bin auch Senior Consultant und konzentriere mich auf den Webbereich, Frontend und Backend und mache da alle möglichen Dinge. Sehr cool, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr da seid. Euer Talk heißt Hilfe, wir sinken. Und bevor wir zur Lösung des Problems kommen, würde ich gerne einmal verstehen, welches Problem ihr in diesem Talk adressieren wollt, wofür ihr eine Lösung finden wollt. Genau, also grundsätzlich ist es so, wenn wir Webanwendungen bauen, dann ist es so, dass es gibt irgendwie Anwendungen, da gibt es Hunderttausende von Usern und alle wollen irgendwie darauf zugreifen und alle sind online. Na, dann ist erstmal alles in Ordnung. Dieses Problem ist irgendwie bekannt und wir können das irgendwie damit umgehen. Na, da gibt es auch eine Riesenklasse von Problemen, aber grundsätzlich haben wir da verschiedene Möglichkeiten. Aber es gibt ja zunehmend auch Anwendungen, wo wir offline sein wollen. Na, gerade Anwendungen, die etwas ablösen, was wir früher vielleicht traditionell mit einer nativen App gebaut haben. Na, also jetzt irgendwie sowas wie eine iPhone oder Android-App, ja, die halt einfach lokal auf dem Telefon läuft, wo vielleicht hauptsächlich unsere Daten drin sind und die müssen wir auch irgendwie verwalten können, diese Daten. Und da kommt ganz oft der Punkt, an dem wir diese Daten entweder mit anderen Leuten synchronisieren wollen oder wo wir sie mit uns selber synchronisieren wollen, weil wir mehrere Geräte haben. Das ist heutzutage, glaube ich, haben die meisten Leute zumindest mal 2 Geräte, also ein Smartphone und vielleicht noch irgendwie entweder ein Computer oder ein Tablet. Vielleicht haben sie auch noch ein Computer und ein Tablet und ein Smartphone. Und zwischen all diesen Geräten müssen wir irgendwie unsere Daten synchronisieren und wollen dabei aber auch dafür sorgen, dass dabei keine Konflikte auftreten. Na, also vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, wenn ihr irgendwie eine von diesen Apps benutzt, die das nicht so gut gelöst haben, dass dann vielleicht mal Daten verloren gehen, weil sich irgendwas zwischen den beiden Geräten synchronisiert und keine Ahnung, ich habe gerade was auf meinem Telefon eingegeben und hat kein Wi-Fi und dann gebe ich was auf meinem Computer ein, das überschreibt etwa das, was auf dem iPhone ist oder so. Ne? Und daher auch der Titel des Talks, Hilfe, wir sinken, weil das natürlich kein einfaches Problem ist. Aber ich wollte noch kurz eine Sache hinzufügen, Lukas, weil das natürlich auch kein neues Problem ist. Also wie gesagt, bin jetzt so ein bisschen in der Architekturrolle im Projekt und muss deswegen ganz viel PowerPoint und Word und so machen. Und ich habe immer gedacht, das ist nur so übertrieben, wenn Leute davon erzählen. Aber es ist wirklich so, die Leute versionieren damit Punkt V1, Punkt V2, Punkt V3, Final.pptx und so. Und als man früher, ganz früher noch so die Dokumente irgendwie per Diskette oder so oder per USB-Stick ausgetauscht hat, hat man auch das gehabt. Und dann musste sich dann jemand hinsetzen und musste es von Hand mergen. Und es ist also eigentlich kein neues Problem. Und heute hat man vielleicht irgendwie einen Dropbox oder einen Google Drive oder einen SharePoint oder was auch immer. Aber auch da können halt immer noch Konflikte entstehen. Also egal, was man eigentlich macht, sobald zwei Leute offline unabhängig voneinander oder eine Person auf zwei Geräten unabhängig voneinander irgendwelche Edits macht, dann läuft man eigentlich in Probleme rein, die jetzt mal ganz grob irgendwie als Merge- oder Synchronisierungskonflikte beschreiben kann. Und das ist im Prinzip das Problem, was wir diskutieren wollen, beziehungsweise wo wir Lösungsansätze dafür vorstellen wollen. Genau, und dafür muss man dann erst einmal überlegen, dass es einmal den Punkt gibt, dass man überlegen muss, wie entdeckt man überhaupt, dass es einen Konflikt gibt? Na, also das ist ja erstmal so die Voraussetzung, zu wissen, dass was passiert ist. Es gibt bestimmte Strategien, beispielsweise wieder Last Right Wins zu nennen, bei denen man gar nicht bemerkt hat, dass es einen Konflikt gab. Na, also da guckt man einfach, wer war die letzte Änderung und alles, was davor ist, ist einfach weg. Das wäre so eine Strategie. Da wissen wir noch nicht mal, dass wir Daten irgendwie gelöscht haben. Wir können vielleicht auch an sowas denken wie Git. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch, wo wir offline arbeiten können. Also ich würde ja sagen, Git ist irgendwie offline first, ne? Wenn man jetzt so irgendwelche
Hype-Words benutzen möchte, weil man ja erstmal grundsätzlich alle Operationen lokal durchführt und zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt, bitte jetzt veröffentliche das und dann kommt halt Merge-Konflikt oder so etwas. Und gibt es ja jetzt erstmal besonders darin, dass es erstmal diese Arbeit ermöglicht und dass die Konflikte bemerkt werden. Das ist ja schon mal eine super Eigenschaft. Was aber auch alle, die Git schon mal benutzt haben, kennen, ist, dass das auch manchmal ziemlich fies sein kann, diese Konflikte aufzulösen. Also das ist dann quasi das nachgelagerte Problem, wie gehen wir mit den Konflikten um, und das ist etwas, womit uns auch CRDTs helfen können. Jetzt ist das Buzzword genannt, CRDT. Wofür steht denn diese Abkürzung und was verbirgt sich dahinter? Ja, also das ist CRDT als Abkürzung für Conflict-Free Replicated Data Types. Das ist jetzt erstmal ein Begriff für eine besondere Art von Datentyp, beziehungsweise eigentlich ist es ein Bündel von verschiedenen Datentypen. Also es ist, kann sich das fast so ein bisschen vorstellen wie so ein Collections-Framework, aber es ist nicht konkret auf eine Programmiersprache festgelegt. Es ist nicht so, dass es irgendwie Java jetzt java-util-collections.crdt importiert, sondern das ist halt einfach mal ein Konzept und es gibt Implementierungen für verschiedene Programmiersprachen, unter anderem eben auch JavaScript, Java und ein paar andere noch. Und die Idee dahinter ist, dass man Datentypen hat oder Objekte, die einem bestimmten Datentyp entsprechen und die sind replicated, also die sind als Kopien vorhanden auf verschiedenen Geräten. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie eine, sagen wir mal jetzt einfach ein Hash-Set oder irgendeine andere Art von Set und dann ist das irgendwie auf meinem Gerät und das ist auf Lukas Gerät und das ist vielleicht auch Lisas Gerät noch. Und das ist eben der replicated Anteil in dem Namen. Und das Conflict-Free, was noch gemeinsam kommt, das sagt aus, dass man jetzt diese Replikas immer wieder zusammenführen kann und dann auf einen gemeinsamen kanonischen Zustand kommt. Das heißt, einerseits, wenn ich jetzt zum Beispiel die Änderungen von Lisa mir hole oder also quasi einen Abzug von ihrer Replika bekomme, dann kann ich die in meine integrieren und es kommt eben zu keinen Konflikten. Und das ganz besonders Coole dran ist, dass es auch völlig egal ist, in welcher Reihenfolge ich das mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir erst von Lisa die Änderungen hole und dann von Lukas oder ob ich mir jetzt erst von Lukas die Änderungen hole und dann von Lisa, komme ich immer auf das gleiche Resultat raus. Und das ist schon mal eine sehr wichtige Eigenschaft, weil das eben auch heißt, dass man sich durchaus auch so Peer-to-Peer-Szenarios vorstellen kann, wo also zum Beispiel ich mich mit Lisas Telefon im gleichen WLAN befinde, dann können wir quasi auf dem kurzen Dienstweg synchronisieren und der Lukas, der sitzt aber da irgendwo in seiner Wohnung mitten im Nirgendwo und dann müssen wir mit Brieftaube kommunizieren und dann könnte ich quasi Lisas Änderungen dann dem Lukas auch per Brieftaube zukommen lassen. Es ist völlig egal, in welcher Reihenfolge wir das machen. Du hast jetzt schon gesagt, das ist irgendwie eine Sammlung von Datentypen und es gibt mehrere verschiedene Ausprägungen dafür, von die aber alle irgendwie diese Eigenschaften haben. Was wäre denn die einfachstmögliche Variante von diesen CRDTs? Ich glaube, das Einfachste wäre ein Counter, oder Lukas? Ist noch was Einfacheres? Genau, also ein Counter wäre ein gutes Beispiel. Ne? Also wenn wir uns vorstellen, wir haben sowas wie youtube.com, ja, also eine Website, auf der viele Leute sind, die sich Videos anschauen, dann ist es ja erstmal aus rein fachlicher Sicht so, aus irgendeinem Grund hat irgendjemand gesagt, wir müssen den Viewcount anzeigen und wahrscheinlich ist es aber so, dass der Viewcount nicht zu jeder Sekunde quasi exakt korrekt sein muss. Es geht mehr so darum, wie das ja auch Lars gesagt hat, dass es so konvergiert auf den richtigen Wert. Es ist wichtig, dass die Views nicht verloren gehen, weil sonst kriegen ja diese ganzen YouTuber nicht ihr Geld. Aber es ist nicht so wichtig, dass jetzt gerade exakt der richtige Wert da steht. Das ist erstmal die Eigenschaft, die wichtig ist an so einer Stelle. Dass das eben nichts bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt alle Daten synchron sind, sondern eben, dass es erlaubt, dass die Daten auseinanderlaufen können, aber dann wieder zusammenlaufen. So, jetzt stellen wir uns vor, YouTube hat irgendwie mehr als einen Server. Schwer vorzustellen, aber sagen wir mal, es wäre so. Und jeder von den Servern zählt, wie oft hat er denn das Video jetzt dem Lars einer Person geschickt, dem Lars einmal und der Lisa einmal. Und daneben ist ein zweiter Server und der zählt auch. Der hat das dem Lukas geschickt und dem Eberhard. Und jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir jetzt auf die richtige Menge von Views? Ne? Also kommen wir auf das Ergebnis? Die Last-Right-Win-Strategie wäre jetzt, sagen wir jetzt mal, der eine Server hat 5 Views und der andere Server hat 4 Views, dann würden beide auf die Uhr gucken, dann sagt der eine, ich habe meinen View-Count das letzte Mal um 13.15 Uhr aktualisiert, du hast deinen um 13.17 Uhr aktualisiert, dann nehmen wir den Wert von 13.17 Uhr. Das heißt, dann ist auf einmal 4, ja, und nicht 5 und auch nicht 9, ja, was ja die richtige Antwort wäre.
Und daran sieht man, dass das, also dass diese Last Red Win Strategie schon eine Quelle für Datenverluste ist. Ne? Also irgendwie geht da Information verloren. Was wir jetzt stattdessen machen könnten, wäre, wir merken uns, ich habe 4 Views, du hast 5 Views. Und wenn wir dann beide merken, dass unser Stand auf einem Ursprung von 0 basiert, dann können wir uns aufeinander addieren. Wenn wir aber jetzt beide wissen, wir kannten beide die ersten 2 Leute, die das gesehen haben, weil wir haben uns schon mal synchronisiert beispielsweise, ja. Dann merkt sich der eine irgendwie +3 und der andere +4. Und dann nehmen wir den Ursprungswert 2 +3 +4 und beide können dann auf denselben Wert konvergieren. Ja. Und dabei können wir beliebig weitere Parteien dazunehmen, die auch auf einem verschiedenen Synchronisationsstand sein können. Und mit Hilfe dessen können wir dann tatsächlich auf den korrekten Wert kommen. Na, das wäre für mich so das einfachste Beispiel. Aber daran merkt man schon, dass es nicht ganz so einfach ist, wie es erstmal scheint. Ne? Weil man kann nicht einfach irgendwie eine Max-Operation oder sowas machen. Man muss schon irgendwie diese Historie kennen. Genau, und was der Lukas jetzt auf Deutsch erklärt hat, erkläre ich jetzt nochmal auf mathematisch. Der Trick, warum das Ganze funktioniert, ist, dass der View-Counter monoton anwachsend ist. Das heißt, es geht quasi nie wieder zurück. Also wenn ein Video einmal gesehen ist, ist das gesehen und es wird quasi erfasst. Und deswegen können wir uns eben diese Historie merken und können dann eben immer wieder hinzufügen. Wir müssen niemals irgendwas wieder abziehen von dem View-Counter. Und ich weiß nicht, wer da schon mal was davon gehört hat, von diesem eventually consistent, ich sag mal Schlagwort, wo eben ganz viele Datenbanken da in der letzten Zeit, eigentlich schon nicht mehr in der letzten Zeit, schon wieder eine Weile her eigentlich ist eventually consistent schon ein alter Hut wieder, aber das ist das, was Lukas eben gemeint hat, es ist nicht wichtig, dass zum jetzigen Zeitpunkt wirklich alles 100% akkurat ist und dass irgendwann halt dank dieser Monotonizität mal wieder ein konsistenter Zustand erreicht werden kann. Und ich kann da eben eine ganze Menge von mathematischen Erkenntnissen eben benutzen, um aus mehreren Geräten, die jeweils einen Einzelcounter haben, dann wieder einen Gesamtcounter zu errechnen, von dem eben garantiert ist, dass er immer größer wird im Laufe der Zeit und dass eben keine Views dabei verloren gehen. Und um das vielleicht noch ein bisschen komplizierteres Beispiel zu nennen, ist der Warenkorb von Amazon.com. Da gab es auch, glaube ich, vor einer ganzen Weile mal ein paar Paper darüber, wissenschaftliche Paper, wie die das gemacht haben. Stellt sich nämlich raus, dass selbst so ein Warenkorb schon ein schwieriges Ding ist. Und das ist ein Datentyp, der auch Counter enthält. Also ich habe ja irgendwie eine Liste von Produkten, die ich kaufen möchte und vielleicht auch eine Anzahl, wie oft ich das kaufen möchte. Und auch da hat halt Amazon gesagt, wir müssen irgendwie gucken, dass die Leute von mehreren Geräten shoppen können und dass wir das dann irgendwie zusammenfassen können. Und keine Ahnung, wenn da jemand meine Session verliert, weil da ein Timeout ist und sowas, dann darf halt der Warenkorb nicht verloren gehen, weil dann verlieren wir Geld. Natürlich sollen die Sachen im Warenkorb drin bleiben. Und es ist aber halt gar nicht so einfach, dass man jetzt sagt, ja gut, dann stellen wir uns einen so einen fetten 3-Terabyte-Server hin, der einfach sämtliche Warenkörper verwaltet. So geht es halt leider nicht. Also das skaliert halt nicht. Und dann mussten sie halt auch solche ähnlichen Tricks machen, um eben jederzeit einen konsistenten Warenkorb dem Nutzer oder der Nutzerin präsentieren zu können. Und das wäre dann praktisch eine Stufe höher. Das wäre dann nicht nur ein Counter, sondern das wäre dann eine Art Liste, wo jedes Element noch einen Counter mit dran hätte. Das wäre dann die nächste Komplexitätsstufe von diesen CRDTs. Sowas wäre doch dann aber auch nicht mehr monoton steigend, oder? Also ich meine, ich kann ja einfach meinen Warenkorb jetzt mit, keine Ahnung, ich habe jetzt Bock auf 100 Bücher und dann gucke ich heute Abend nochmal, stell fest, ich mag Lesen überhaupt gar nicht und schmeiß alle Bücher wieder weg, dann wäre das ja, also weder monoton steigend noch monoton fallend, außer für einen bestimmten Zeitraum betrachtet, ne? Ja, also wenn man jetzt Jeff Bezos fragen würde, würde er wahrscheinlich sagen, er möchte nur monotone Warenkörper haben, wo nur noch Sachen dazukommen. Aber du sprichst natürlich dann einen guten Punkt an und da gibt es wiederum ein mathematisches Konzept, mit dem man das dann diesen Zustand herstellen kann. Das sind die sogenannten Tombstones oder Grabsteine. Und die Idee ist praktisch, dass man Sachen nicht einfach so löscht aus einem Warenkorb, sondern dass man sie nur als gelöscht markiert. Und dann kann man eben das nachvollziehen im Laufe der Zeit, was eben passiert ist. Und dann sieht man, aha, ich habe jetzt hier auf meinem Smartphone, das Smartphone hatte jetzt einen Stand von vor 10 Minuten, da ist jetzt ein Produkt drin gewesen und dann geht das Smartphone offline.
ich gehe auf meinem Laptop und lösche da irgendein Produkt oder lösche das Produkt wieder raus, dann würde quasi in der Datenbank jetzt einfach nur markiert werden, übrigens zu dem und dem Zeitpunkt wurde dieses Produkt entfernt. Und dann kann das Smartphone das wieder synchronisieren und kann feststellen, aha, es ist jetzt nicht so, dass der andere das einfach nicht hatte, sondern der hatte das schon, aber hat es halt wieder entfernt. Mhm. Und ich glaube, Lukas kann das bestätigen, so funktionieren eigentlich praktisch alle Datenbanken, die es gibt. Also da gibt es eigentlich nicht dieses wirkliche Löschen, sondern es ist immer nur ein gelöscht Markieren. Genau. Also grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn wir nie löschen, wir halt in dieses Problem reinlaufen, dass unsere Datenmengen immer weiter ansteigen. Ne? Also irgendwann haben wir quasi die gesamte Historie da. Ne? Das kann man ja auch ein bisschen an so Git-Repositories sehen. Wenn die wirklich lange existieren, dann werden die auch immer größer, weil die gesamte Historie ist ja damit mit dabei. Ne? Deswegen gibt es dann ja auch so Tricks, wie zum Beispiel die Binärdaten auslagern, damit die nicht auch noch alle da in der Historie drin liegen. So ähnlich ist das auch bei der Datenbank. Wenn wir jetzt an sowas denken wie eine Postgres oder so, die haben ein Konzept, das heißt Write-Ahead-Log. Da wird halt alles immer reingeschrieben. Und was aber so eine Datenbank machen kann, was in unseren Szenarien, auf die wir dann gleich nochmal kommen, schwieriger ist, ist, die kann sagen, so, jetzt haben alle alles mitbekommen, weil die kennt halt quasi alle beteiligten Server. Also wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, wir haben einen Postgres und dann haben wir zwei Follower-Datenbanken, die das replizieren, um halt Ausfallsicherheit zu gewährleisten, dann wissen alle Beteiligten, dass es drei gibt. Und dann können wir einen Prozess starten, den nennt man Vacuuming, also Staubsaugen. Ja, dann kommt der Staubsauger und der saugt alle Sachen, die in der Historie, die sowieso alle gelöscht sind, einfach weg. Ne? Und dann sind sie nicht mehr da. Das ist aber, wird dann schwierig, wenn wir eine höhere Anzahl von Parteien haben. Und es wird auch dann schwierig, wenn die Anzahl der Parteien nicht unbedingt zu jedem Zeitpunkt klar ist. Dann wird es sehr viel schwieriger, so eine Staubsaugung durchzuführen, weil wir dann erstmal prüfen müssen, haben alle auch den gesamten Stand. Weil sonst kommt irgendwie, sagen wir jetzt mal, der Lars hat sein Zweitelefon irgendwo in der Sofaritze verloren und weiß nicht mehr, wo es ist. Passiert mir ständig. Also es ist genau. Und dann kommt jetzt irgendwie der Zeitpunkt, wo das doch wieder ins WLAN geht. Dann müssen wir sicherstellen, dass alle anderen noch diese alten Informationen haben, damit sie sich mit Lars altem Telefon wieder synchronisieren können. Und das ist eine Herausforderung und das ist auch was einem so ohne weiteres die fertige Lösung, die es teilweise gibt, auch nicht abnehmen. Da muss man dann auch selbst Hand anlegen und auch nochmal durchdiskutieren, was bedeutet das genau. Das vielleicht bevor das Problem auftritt, dass man alle Geräte voll gespielt hat. Genau, und ich glaube, das ist eben auch der Punkt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Anwendung schreibt, wie die so eine Einkaufsliste oder eine To-Do-Liste. Das ist auch das Beispiel, was Lukas und ich im Vortrag aufgreifen würden. Wäre es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man sagt, ja gut, wenn das Device jetzt einen Monat lang offline war, dann deaktivieren wir das irgendwie oder dann zeigen wir eine Meldung an, übrigens, du warst einen Monat lang nicht mehr online, kann sein, dass jetzt was kaputt geht. Das wäre für eine Einkaufsliste überhaupt kein Problem, weil wer schreibt schon Einkaufslisten, die irgendwie länger als einen Monat bearbeitet werden. Also vielleicht, wenn man irgendwie in ein Möbelhaus geht und sich lange dafür vorbereiten muss, damit man ja nicht zu lange drin verbringt. Aber grundsätzlich, das sind halt einfach fachliche Abwägungen, die man treffen muss. Und das ist auch ein Problem, was man mathematisch gar nicht lösen kann. Also ich kann nicht die Historie ständig sauber halten, aber eben auch Geräte unterstützen, die Ewigkeiten nicht online gehen. Das ist also diese beiden Dinge, die gehen einfach nicht zusammen und dann muss man dann eben aus fachlicher Sicht eben einen Trade-off eingehen. Kann ich mir so ganz dumm merken, CRDTs sind irgendwie eventbasiert im Sinne von, ich muss mir die Events, die geschehen, merken. Also, weil ich würde mir jetzt die Historie der Events merken. Ich würde mir jetzt merken, der Lars hat gerade den Champagner gelöscht und der Lukas, der hat den Robbie Bubble oben drauf gesetzt oder was auch immer. Und also das ist ja am Ende des Tages ein, ich merke mir die Events, die geschehen sind, auch mit diesem Grabstein, den ich zum Markieren verwenden würde. Oder ist es viel zu einfach gedacht? Nee, also ich würde sagen, das ist grundsätzlich das Prinzip. Also, genau. Also es gibt, also auf nochmal aus mathematischer Sicht gibt es eben zwei Typen von diesen CRDT-Implementierungen. Es gibt eben genau diese Message- oder Event-basierten CRDTs. Darüber kann man jetzt zum Beispiel auch diese Counter implementieren, sehr einfach, indem man einfach sich merkt, oder jedem plus eins oder jedem View irgendwie eine eigene ID zuordnet, um eben Duplikate zu vermeiden. Und es gibt auch noch die sogenannten Value-Based CRDTs, die sind ein bisschen einfacher zu implementieren.
haben aber teilweise einen höheren Bedarf an Datenübertragung, um sich zu synchronisieren. Ich kenne das jetzt nicht im Detail, aber wenn ich mich richtig erinnere, in dem ursprünglichen Paper von Shapiro und so weiter, dass man das eine auch in das andere überführen kann. Also es sind eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille. Manchmal ist das eine besser zu implementieren, manchmal ist das andere besser zu implementieren, aber grundsätzlich, wenn man so Vergleiche zieht, irgendwie sowas wie zu Event Sourcing und so, ist das eigentlich gar nicht mal falsch. Es ist allerdings, ein wichtiger Unterschied würde ich jetzt gerne noch anbringen, weil beim Event Sourcing, bei der klassischen Architektur davon, ist es im Regelfall schon wichtig, in welcher Reihenfolge Nachrichten eingehen oder Events persistiert werden. Bei den CRDTs ist es so, dass man das so designen muss, dass es keine Rolle spielt, weil eben auch out of order oder halt durch offline irgendwie die Events in unterschiedlichen Reihenfolgen ankommen können. Und dann muss man eben genau aufpassen, dass man sie, Achtung, kommutieren kann. Also dass es praktisch egal ist, in welcher Reihenfolge man sie jetzt bearbeitet. Und das sorgt eben dafür, dass man eben nicht beliebige Datentypen als CRDTs auffassen kann. Also es gibt manche Sachen, da geht das halt einfach nicht, weil diese Kommutativität fehlt. Aber zum Beispiel bei Mengen, also Listen, wo nur jedes Ding höchstens einmal drin sein darf, ist das überhaupt kein Problem, weil bei einer Menge ist halt die Reihenfolge einfach egal. Das ist halt, wie das definiert ist. Und bei einem Counter ist es ja auch egal, in welcher Reihenfolge die plus eins eingehen. Am Ende zählt nur die Zahl, die am Ende dasteht. Genau. Welche Fälle könnte ich dann CRDT nicht einsetzen? Also weil du gerade meintest, diese kommutierte Fähigkeit funktioniert nicht für alle. Es ist schon so, dass man eine ganze Reihe von Sachen als CRDT darstellen kann, zum Beispiel auch sowas wie JSON-Dokumente. Da hat man dann aber manchmal so bestimmte Anomalien, nenne ich das jetzt mal. Also wenn zum Beispiel man ein JSON-Objekt hat, das ist ja nichts anderes als ein Key-Value-Store, und dann schreibt einer an einen bestimmten Key eine Zahl hin und jemand anderes schreibt an einen bestimmten Key ein Array hin, dann muss man sich schon um den Konflikt kümmern. Also dann ist es dann nicht mehr so ganz egal, welche Reihenfolge es kommt. Das ist dann so CRDT mit Fußnote mehr oder weniger. Also es ist in den allermeisten Fällen kann man da konfliktfrei dann die Events bearbeiten, aber es gibt dann halt doch manchmal Fälle, wo man dann das nochmal von Hand handeln muss. Das waren jetzt dreimal Hand in einem Satz, glaube ich. Kann man auch mal machen. Es hört sich gerade, wenn ihr davon redet, gar nicht so schlimm an, finde ich. Es hört sich nur so an, als müsste ich mir ziemlich früh im Projekt auch schon Gedanken darüber machen, weil ich das vermutlich von Anfang an irgendwie berücksichtigen muss in Architektur und dann auch in Implementierung. Wie gehe ich denn am Anfang am besten damit um? Wie stelle ich fest, ob ich die Notwendigkeit für ein CRDT habe? Und wie bringe ich das überhaupt in meine Planung ein? Ja, also ein CRDT fügt schon Komplexität in unser Projekt hinzu. Ne? Also wenn wir uns die üblichen CRDT-Bibliotheken anschauen, dann haben wir meistens irgendeine Implementierung, die halt irgendwie in der Client-Sprache, sagen wir jetzt mal JavaScript oder Swift oder sowas, existiert, vielleicht auch in der Serversprache. Aber die Datenbank, die weiß meistens schon nicht mehr so genau, was so ein CRDT ist. Ne? Das heißt also, wenn wir jetzt uns überlegen, wir haben jetzt eine übliche Anwendung, wo wir auch mal innerhalb von der Datenstruktur indexieren wollen, um irgendwelche bestimmten Sachen rauszufinden, dann wird das mit CRDTs ganz schön schwierig. Also ich glaube nicht, dass das eine inhärente Einschränkung von CRDTs ist. Man könnte durchaus CRDTs so erweitern, dass so etwas funktioniert. Aber aktuell, in den Implementierungen, die es gibt, ist das auf jeden Fall was nicht so ohne weiteres möglich ist. Das heißt, wir müssen uns für solche Sachen auf jeden Fall schon mal eine Lösung ausdenken. Wir müssen überlegen, wie gehen wir denn mit Suchen um und solchen Sachen. Und deswegen, meine Empfehlung wäre immer erstmal, sich am Anfang zu überlegen, welche Szenarien möchte ich überhaupt unterstützen können. Also Beispiel wäre, wir brauchen überhaupt gar keine Offline-Unterstützung, ja, dann brauchen wir auch keine CDTs. Also ganz klar, dann lasst es einfach. Viele Anwendungen brauchen ja keinen Offline-Modus. Ne? Es ist ja nicht so, als wären jetzt irgendwie alle unsere Anwendungen dafür geeignet, offline zu sein. Wenn ich jetzt irgendwie an einen Live-Chat denke, der macht offline wenig Sinn. Ne? Aber vielleicht macht die Chat-Historie, die macht vielleicht Sinn, ne? Damit ich mir irgendwie offline das angucken kann. Das wäre aber ein Fall, wo diese Information, die ich offline sehen möchte,
rein lesende Zugriffe sind. Also da möchte ich nur dafür sorgen, dass ich die auch offline lesen kann. Auch da brauche ich nicht unbedingt CRDTs, weil das ist ja eher so in dem Bereich vom Caching. Also ich sage, ich kriege irgendwie eine Antwort vom Server und die lege ich mir mal zur Seite und falls der Server nicht da ist, dann benutze ich die. Da könnte ich Caching für benutzen. Und Caching ist ja bekannt als sehr einfaches Problem in der Informatik. Also da gibt es ja nichts. Genau, aber tatsächlich viele Sachen, die wir mit Caching haben, wie Invalidierung und so weiter, die müssen wir natürlich auch ansprechen. Teile davon lösen CRDTs, Teile davon machen CRDTs nicht besser. Also das sollten wir uns auf jeden Fall vorher überlegen. Aber dann, wenn es tatsächlich interessant wird, ist, wenn wir schreibend zugreifen wollen. Also wir wollen irgendeine Anwendung bauen, die wir offline verwenden können, schreiben können, dann online gehen können, dann wird das synchronisiert und so weiter und so fort. Und da würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall einmal CRDTs anzuschauen, weil die vielen Lösungen, die es in dem Bereich gibt, sind so Ad-Hoc-Lösungen, die nicht durchdacht sind und die halt teilweise zu gravierenden Datenverlusten führen können. Ich glaube, dass da manche da so ein bisschen reinstolpern. Also dann heißt es irgendwann, ja, lass uns das mal bitte offline fähig machen und dann wird das halt da so zugehackt. Und da befürchte ich, dass es dann sehr oft dazu kommt, dass wir eine Lösung haben, die nicht sicher ist für unsere Daten. Und das sollten wir uns gut überlegen. Und CRDTs anschauen. Lukas ist sowieso generell immer ein großer Freund davon, vor dem Losprogrammieren erstmal nachzudenken, was man braucht. Kann sein. Habt ihr denn einen guten Startpunkt, wo man sich gut über CRDTs auch in der Praxis informieren kann? Also jetzt abseits von eurem Talk um 14 Uhr? Genau, also ich würde sagen, eine Sache, um das mal tatsächlich auszuprobieren, ist halt eine existierende CRDT-Library einfach mal auszuprobieren, wie es funktioniert. Wenn ihr gerne JavaScript programmiert, vielleicht baut ihr irgendwie Anwendung mit React oder Angular oder sowas, da haben wir eine Library, die sehr, sehr cool ist, die heißt AutoMerge. Und mit AutoMerge, das hatte Lars eben schon angedeutet, kann man halt quasi seine Daten als so ein JSON-Dokument modellieren, was für viele, die irgendwie clientseitige JavaScript-Anwendungen bauen, ja sowieso schon sehr natürlich ist, weil das kriegen wir auch vom Server beispielsweise. Und der kümmert sich da drin drumherum mit CRDTs und ganz viel tollem Zauber darum, dass das etwas ist, was man mergen kann. Das heißt, ich kann ein JSON-Dokument anlegen, Lars kann ein JSON-Dokument anlegen und wir können die wieder zusammenbringen, wenn die einen gemeinsamen Startpunkt haben. Und das kann man mit AutoMerge sehr cool machen und da würde ich einfach mal ausprobieren, weil wenn man das dann einmal in Action gesehen hat, wie das dann so aussieht, dass man irgendwie ein neues Dokument erzeugt und dann kann man so ein Diff erzeugen und so weiter, das ist schon eine coole Sache. Es gibt halt auch für weitere Programmiersprachen gibt es CRDTs für Ruby und bestimmt auch für Scala und was weiß ich. Aber das ist auf jeden Fall eine, wo wir wissen, dass die Autoren sehr gut mit der Materie vertraut sind und deswegen wir wissen, dass das auch eine solide Implementierung ist. Mhm. Und ich finde es auch von der Usability her, also als aus Usability für Entwickler und Entwicklerinnen, finde ich das sehr, sehr cool gelungen. Das würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Genau, und da vielleicht noch der Hinweis, es gibt eine Seite, die nennt sich crdt.tech. Weiß nicht, ob wir die verlinken können irgendwo. Das ist eine große Liste von Ressourcen. Also einerseits gibt es da für die MathematikerInnen unter euch die ganzen Paper und Tutorials zum Ausprobieren. Und es gibt aber auch noch für die PraktikerInnen unter euch eine Sektion mit Implementations. Und da sind eine ganze Reihe in verschiedenen Programmiersprachen aufgelistet und manche von denen sind mehr oder weniger Auspack und Freu und andere sind so ein bisschen, muss ich mir selber zusammenstöpseln, aber ich glaube, da gibt es für jeden Geschmack was. Genau, und weil der Lars ja einfach zu bescheiden ist, gibt es natürlich auch noch vom Lars eine tolle Blogpost-Serie und die, da kann man das auch mal aus der mathematischen Sicht trotzdem mit rumspielen und Codebeispielen ausprobieren, die ich persönlich sehr cool finde. Da können wir bestimmt auch noch einen Link in den Chat zu werfen. Genau. Sehr schön, machen wir. Genau, wir sind fast am Ende der Zeit und für alle, die da draußen sitzen und es heute nicht zu eurem Talk auf der OOP schaffen, haben die irgendeine Möglichkeit, Hilfe, wir synken nochmal zu sehen? Ja, schön, dass du fragst, Lisa. Völlig unvorbereitet bin ich jetzt auf diese Frage. Und zwar am 2.3., also in ungefähr einem Monat, wiederholen Lukas und ich den Talk nochmal auf dem InnoQ Technology Lunch
Meldet euch also gerne da nochmal an. Wenn ihr irgendwie aus irgendwelchen Gründen was anderes schaut heute, dann verpasst ihr nichts und könnt euch dann nochmal im März synchronisieren mit uns zu dem Thema. Sehr schön. Dann vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart und danke für euren Einblicke in die CRDTs und die Welt hinter dem Synken. Ich wünsche euch gleich ganz viel Spaß und Erfolg bei eurem Vortrag und hoffe, dass ihr ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer habt und dass ihr einfach Spaß beim Vortrag habt. Genau. Vielen Dank. Und ja, genau, euch da draußen gleich noch viel Spaß bei dem dritten Interview mit Eberhard und Eberhards Gast. Ich weiß gerade gar nicht, wer zu Gast ist. Okay, dann noch einen schönen Tag. Danke, Lisa.